Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde Linux. Wahrscheinlich wird es die letzte Runde Linux vorerst sein. Wenn ihr noch Fragen habt, dann natürlich immer gerne raus damit. Einfach in die Kommentare oder mir eine PN schreiben oder keine Ahnung, wie ihr mich sonst noch kontaktieren wollt. Ihr könnt mir auch Rauchzeichen geben. Ich kann nur nicht garantieren, dass ich sie verstehe. Gut, zum letzten möchte ich euch noch zeigen, was Links sind in Linux. Und Links sind entweder, es gibt zwei verschiedene Arten davon, nämlich entweder Soft Links oder Symbolic Links oder die anderen sind die Hard Links. Hard Links sind sozusagen Kopien der Dateien, aber diese Dateien sind trotzdem miteinander verlinkt und wenn ihr die eine Datei ändert, dann verändert ihr auch automatisch die andere Datei. Das bedeutet, ich zeige es euch am besten einfach mal. Ich erstelle eine Datei, ne, abc.de auf, ups, ich habe Touch vergessen, abc.de dann halt. Okay, das ist die hier und was ich jetzt mit der mache, ist, ich öffne sie einfach mit gedit und sage hier, okay, ich hätte gerne einmal irgendwas drin. So. Und ja, jetzt erstelle ich einen Hardlink auf diese Datei. Dazu mache ich Folgendes. Ich gebe einfach ein ln, also Link, und dann sage ich, was ich verlinken möchte. Das heißt, ich sage erstmal, wo es herkommt und danach sage ich, wo es hingehen soll. Also sage ich, diese Datei abc.de, also abc.de in abc.de. So, und jetzt habe ich eine neue Datei hier. Das ist eine abc.de-Datei. Das ist der Link da drauf sozusagen und da steht dasselbe drin. So, Achtung, ich ändere jetzt diese kopierte Datei oder diese verlinkte, dieser Hardlink der Datei, den ändere ich jetzt und schreibe nach dem O noch ein PÜ rein. Okay? So, und jetzt speichere ich das. Achtung, ich habe diese Datei hier geändert. Ihr seht, was da drin steht. Jetzt öffne ich diese Datei hier und wir sehen, es steht hier auch drin. Aber Achtung, wo hat sich mein Cursor aufgemacht? Er hat sich hier aufgemacht, ja? Passt da auf. Ja, manchmal macht es so ein bisschen, wenn wir was anhängen wollen an eine Datei und den Rest nicht löschen wollen, dann schreibt es manchmal dann einfach da rein und ja, der Rest bleibt halt trotzdem drin. Gut, das waren Hardlinks, also sozusagen zwei identische Dateien. Achtung, ich zeige euch auch noch, wie das hier drin aussieht. Und wir haben hier abc.de und wir haben abc.de. Die sehen einfach komplett gleich aus, aber sie sind miteinander verwoben. Wenn ich die eine ändere, ändere ich auch automatisch die andere. So, das zweite, was wir machen können, sind Symbolic Links. Das geht im Prinzip genau gleich. Ich lösche dazu mal diesen Hardlink wieder. Und hier. Und dazu brauchen wir allerdings noch eine Kleinigkeit mehr. Und zwar schreiben wir hier minus s hinten dran. So, ln-s abc.de und jetzt sagen wir einfach wieder abc.de. So, das ist jetzt ein symbolischer Link. Wir sehen hier am Icon schon, wir haben hier so einen kleinen Pfeil. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich einen Link. Und wenn ich mir das mal in ls angucke, dann sehen wir hier auch, dass abc.de wie, nicht wie ein Verzeichnis, aber halt andersfarbig ist. So wie eben ein symbolischer Link. Das bedeutet, wenn ich jetzt das hier aufmache, dann wird automatisch diese Datei abc.de aufgemacht. Das heißt, es verleitet mich einfach direkt weiter. Das ist wie in Windows auch, das gibt es da auch. Da kennt ihr es als Verknüpfung auf dem Desktop. Das sind nämlich auch nicht tatsächlich die Excel- oder die ausführbaren Dateien, sondern das sind nur Verknüpfungen da drauf. Das sind symbolische Links. Wenn ich hier was verändere, naja, das kann ich eigentlich gar nicht so direkt verändern. Das ist nämlich nur ein Link. Ich ändere automatisch immer diese Datei. Das heißt, wenn ich hier das jetzt mache, dann komme ich automatisch hierbei raus. Okay. Aber im Prinzip, ja, wenn wir uns das Ganze auch mal angucken von der Dateigröße ls-l, ja genau, nicht von der Dateigröße, dann sehen wir hier, dass abc.de auf eine andere Datei zeigt. Ihr seht hier diesen kleinen, aber feinen Pfeil. Und ja, das ist sozusagen das Zeichen dafür, dass es euch dahin verleitet. Außerdem, hier sehen wir die Dateigröße, sind gerade mal 6 Byte. Die andere Datei hat 13 Byte, das heißt, die sind nicht identisch groß. Wenn ich jetzt nochmal die Sache mache mit. Super, okay. Ich werde natürlich mal wieder angerufen, während ich ein Tutorial aufnehme. Das ist natürlich wie jeden Tag dasselbe. Egal, machen wir weiter, wo wir waren. Wir wollten das hier ausführen. Die Datei existiert bereits, ja, weil ich das F vergessen habe. So, jetzt haben wir eine Datei, die ist ein Hardlink. Upsala, das ist die hier.
die mit dem F hinten. Dann haben wir die Originaldatei, die mit dem Komma, und dann haben wir die symbolisch verlinkte Datei, die ohne das Komma und ohne das F. So, wenn wir jetzt das uns angucken mit ls-l hätte ich gerne. So, dann sehen wir hier Folgendes. Das ist der symbolische Link. Der ist erstens mal eine andere Farbe und zweitens hat er diesen geilen Pfeil da drauf, der auf die Originaldatei zeigt. Dann haben wir hier diese Originaldatei. Die hat übrigens mehr Speicherverbrauch als die hier. Das steigt übrigens an. Also die symbolischen Links haben tatsächlich immer nur diese 6 Byte Verbrauch, diesen Fix. Wobei hier diese ABCDEF, also die Hardlinks, die verbrauchen gleich viel Speicher wie diese andere Datei auch. Also exakt gleich viel. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal eine Datei habt, die ist 4 GB groß oder sowas und ihr Hardlinkt die, dann habt ihr hier nachher auch noch eine 4 GB große Datei rumfahren. Und wenn ihr sie nur symbolisch verlinkt, dann habt ihr halt 6 Byte und die zeigen halt auf die Originaldatei, was deutlich effizienter ist. Okay, ja, so funktionieren Links. Und manchmal werdet ihr auf welche stoßen, dann müsst ihr auch wissen, wie ihr damit umgehen könnt. Das heißt, ja, so wisst ihr jetzt auch, was ein Link ist und wieso das so passiert und warum ihr manchmal Dateien verändert, die ihr eigentlich gar nicht verändern wolltet. Okay, super, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wahrscheinlich dann bei HTML oder sowas. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.